Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Hitman Absolution. Ja, in der letzten Folge haben wir ja schon Diana umgebracht, Victoria in Sicherheit gebracht und jetzt gilt es herauszufinden, warum Victoria die Agent, also warum die Agency Victoria haben will. Und deshalb sollen wir jetzt in dieser Folge den König von Chinatown abmuxen, um weitere Informationen zu bekommen. Hier wird gekocht. Das ist natürlich super geil gemacht von den Entwicklern. Guckt euch mal an, wie viele Leute hier rumrennen, wie viele NPCs einfach, auch mit unterschiedlichen Gesichtern. Das ist schon echt bemerkenswert. Ah, da ist der König von Chinatown. Ohne seine Erlaubnis kommt da niemand rauf, okay. Und hier rennt auch ziemlich viel Polizei rum, wie ich sehe. Gucken wir uns das mal genauer an. Also so kommen wir auf keinen Fall an den ran. Aber zu Anfang des Levels in der letzten Folge, am Ende haben wir ja schon gehört, dass hier sein Auto sein soll. Da können wir das mitmachen. Dann der Drogendealer. Und ich denke mal, es gibt ja so viele unterschiedliche Möglichkeiten, den jetzt ums Eck zu bringen. Wir müssen nur halt richtig krass zusehen, dass wir hier nicht dabei entdeckt werden. Und auch hier sind überall Polizei. Also das wird, glaube ich, ziemlich knackig, den irgendwie ums Eck zu bringen. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal an, wo wir denn am besten wohl den Drogendealer finden. Ja, vielleicht können wir uns ja dann als den ausgeben und uns verkleiden. Gucken wir auf jeden Fall mal nach. Hier können wir uns verstecken. Errungenschaft freigeschaltet, einer von uns. Ah, aber wirklich was machen können wir da jetzt gerade auch nicht. Deswegen, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt hier mal um, wo wir am besten was machen können. Eventuell, wo wir den Drogendealer finden. Das sieht hier aber nicht so danach aus, als wenn wir hier richtig wären. Da sitzt wieder ein Bulle und das ist hier so ein kleines Hintertürchen und hier können wir was sabotieren. So, gehen wir uns doch mal als Bulle aus jetzt hier. Ups. Kommt da sonst noch jemand? Gut, ansonsten hat uns niemand bemerkt. Puh. Dann wollen wir mal die Waffe wegstecken und dann mal hier zusehen, dass wir den Bullen irgendwie hier wegkriegen. Haben wir hier nicht eine Kiste? Jawohl. Weg mit dir. Eigentlich wollte ich den gerade gar nicht killen, ich wollte nur an denen dran vorbeilaufen, aber naja, wie die Bullen halt so sind, ne, dann müssen sie ja immer umschnüffeln und selber schuld, dann landest du jetzt halt als Leiche in der Tonne. Ups. Weg mit dir. Kiste ist voll. Können niemand mehr abladen. So, was haben wir hier? Da oben ist eine Kamera. Ein Apartment mit Blick auf den Platz passt zu Birdies Beschreibung. Und innen drin ist auch schon jemand.
Da können wir uns drin verstecken. Warum willst du mit aller Gewalt auffallen? Weil ich's kann. Das müsste doch der Drogendealer sein. Verkleiden wir uns mal. Verkleidung freigeschaltet. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir den hier auch loswerden. Und vielleicht ist der Drogenboss ja so dämlich. Was heißt der Drogenboss? Der Boss von Chinatown. Vielleicht ist er ja so dämlich und kauft es uns ab, dass wir jetzt der Drogendealer sind. Gehen wir mal auf den Weg zu ihm, würde ich sagen. So. Waffen schön sichtbar weggesteckt. Sichtbar weggesteckt ist vor allen Dingen gut. Aber wollen wir uns mal jetzt auf den Weg machen. Vielleicht kommen wir ja jetzt da oben hin. Frische Muscheln. Gucken, ob wir jetzt da hinkommen. Der kräftige Geschmack der Kaffeebohnen müsste jede Fremdsubstanz überdecken. Folgt er uns jetzt? Ja, ich besorg mir ein bisschen Schnee. Okay, da hat es einer richtig nötig, Schnee im Sommer zu nehmen. Willst du mich verarschen? Gehen wir jetzt shoppen? Soll ich dir beim Gardinkaufen Händchen halten? Ja. Willst du mir irgendwas erzählen? Na dann komm mal mit meinem Freund, dann erzähle ich dir mal was Schönes. Kommst du? Das war's mit dem König von Chinatown. Und weg mit dir. Oh, was haben wir denn hier noch? Auch nett. Ah, so hätten wir den also auch erledigen können. Okay. Und was haben wir hier noch? Ein Benzinkanister. Können wir jetzt hier noch die Bude abfackeln, oder wie? Nein. Gut. Aber ich denke, unser Hauptziel ist eliminiert. Dann wollen wir mal zum Ausgang gehen. Und dann wollen wir mal gucken, was unser Informant so für Neuigkeiten hat, was Victoria angeht. Punkte einsehen. Machen wir das doch mal. Birdie, früher mal der beste Mann der Agency. Um das Mädchen zu schützen, brauche ich ihn als meine Augen und Ohren. Aber seine Dienste sind nicht billig. Er ist Geschäftsmann. Quid pro quo. Alles hat seinen Preis.
Um ihn zu rekrutieren, muss ich zuerst einen Konkurrenten ausschalten. Ob mit Auftrag oder ohne, dieser König von Chinatown muss sterben. 33.885. Weit unter dem Durchschnitt. Aber das ist mir fürs Let's Play erstmal egal. Es ist ein Let's Play, es soll Spaß machen, ihr sollt unterhalten werden und ich spiele ja nicht nur für mich, ne? Eine kleine Spende für den alten Tag. Hey, da ist doch Kaffee drin, du Arschloch! Beschwert der sich auch noch? Ich brauche ein paar Informationen. Tja, davon lebe ich. Informationen. Sie wollen Informationen, ich beschaffe sie. Wenn der Preis stimmt, schon. Natürlich muss der Preis stimmen. Das ist doch wohl klar. Ein Mädchen namens Victoria. Die Agency will sie haben. Ich muss wissen, warum. Nein, warte. Die Agency soll von mir aus spioniert werden, oder was? Sind Sie verrückt? Ja, Sie sind verrückt. Wie viel ist Ihnen das wert? Kommt drauf an. Das da. Sein Hitman-Koffer. Hören Sie sich um. Falls jemand das Mädchen erwähnt, wissen Sie, was Sie zu tun haben. Ja, ich rufe Sie an. Gut, tun Sie das. Chameleon 1, freigeschaltet. Versteckt sich 47 im offenen Gelände, füllt sich sein Instinkt wieder auf. Nächste Stufe, verbessert die Fähigkeit von 47, mit der Umgebung zu verschmelzen. 35.140 Endpunkte für Chinatown. 1, 2, 3 Waffen gesammelt, wir haben den Beweis gefunden. Wir haben eine Waffe nicht gefunden. Wir haben nicht genug uns verkleidet für den Erfolg Chameleon. Infiltrator haben wir nicht vollendet. Und die Anzugspflicht haben wir auch nicht. Egal. 10 von 36 möglichen. Weiter geht's, meine lieben Freunde. Warum haben Sie das getan? Fliehen Sie mit dem Mädchen. Verschwinden Sie. Sie dachten nicht wie Sie. Part 1, Terminus. Okay, ich habe meine Vögel was gefragt und sie haben mir einen Namen zugezwitschert. Lake Dexter. Ein Waffenschieber erster Klasse mit einem ganz besonderen Interesse an ihrem Mädchen. Dexter bewohnt die obere Etage des Terminus Hotels.
und seine Leute schotten ihn ziemlich gut ab. Aber ein Mann, der so tolle Fähigkeiten besitzt wie Sie, lässt sich davon doch sicher nicht abschrecken. Viel Glück, mein Bester. Vielen Dank, mein Bester. Also, wir sollen Dexter Blake finden, der sich in den oberen Stockwerken vom Terminus Hotel befindet. Aber das, meine Lieben, werden wir in einer nächsten Folge sehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüssikowski.